Was geht ab, Leute? Euer PaxRadar ist am Start und heute zur dritten Episode FIFA 15 Spielerbewertungen, meine Prognose. Ja, Leute, dann fangen wir auch gleich an hier mit dem ersten Spieler, nämlich Roman Weidenfeller. Er hat in der letzten Saison 43er Einsätze gehabt mit Borussia Dortmund. Davon, in diesen 43 Spielen hat er 49 Gegentore bekommen, aber hatte auch 13 Spiele ohne Gegentor. Er ist 34 Jahre alt und dementsprechend ist sein Marktwert auch ja eigentlich gering bei 5 Millionen. Er hatte natürlich Einsätze in der Champions League, im DFB-Pokal und im DFL Supercup. Er hat in FIFA 14 weder eine Formkarte noch eine Team of the Season Karte. Deswegen gehe ich von einem Downgrade aus von 83 auf 82. Ja, sein Diving wird, denke ich mal, bei 83 bleiben, aber seine Reflexe, ja, weil er auch schon 34 Jahre alt ist, denke ich mal, wird sinken um 2 auf 83. Sein Handling wird bei 84 bleiben, sein Speed wird sich, denke ich mal, auch dementsprechend wegen seinem Alter, ja, verringern oder downgraden, nämlich auf 36. Sein Kicking wird 1 heruntergehen auf 59 und sein Positionsspiel ebenfalls auf 85. Ja, Leute, dann kommen wir gleich zum zweiten Keeper, nämlich Keylor Navas. Seine Nationalität ist Costa Rica, hat er in der Saison 13-14 mit Levante 38 Einsätze gehabt. In diesen 38 Einsätzen hat er 40 Gegentore bekommen, aber auch 18 ohne Gegentor. Er ist aktuell jetzt nach Real Madrid gewechselt, ich glaube für 10 Millionen. Er hat eine überragende WM 2014 gespielt, Leute, mit Costa Rica. Seine Reflex ist einfach richtig überragend. Auf jeden Fall ist sein Marktwert momentan auch bei 10 Millionen, wie auch Real Madrid ihn abgekauft hatte. Auf jeden Fall in FIFA 14 hat er 3 M-Forms bekommen, 2 International Man of the Match und eine Team of the Season Karte. Deswegen gehe ich von einem Upgrade aus, von einer 72er Rare Silberkarte auf eine 76er Non-Rare Gold Karte. Sein Diving wird sich erhöhen auf 83, seine Reflexe denke ich mal auch um 3 höher auf 80. Sein Handling wird denke ich mal auch um 3 steigen auf 68, sein Speed muss eigentlich auch steigen um 2 auf 56, sein Kicking auch um 2 auf 70 und sein Positionsspiel um 6 auf 73. Jetzt kommen wir auch schon zum ersten Verteidiger, den ich bewerten werde, nämlich Dante. In der letzten Saison hat er 47 Einsätze gehabt mit dem FC Bayern. In diesen 47 Einsätzen hat er 4 Tore gemacht und 5 Torvorlagen, also als Innenverteidiger eigentlich schon eine richtig gute Statistik. Auf jeden Fall ist sein Marktwert von 17 Millionen auf 15 Millionen gesunken. Er war bei der WM 2014 dabei mit Brasilien, hatte aber leider nur einen Einsatz und das war gegen Deutschland, die 7-1-Klatsche, Leute. Ich denke mal daran, könnt ihr euch alle noch erinnern. Auf jeden Fall hat er in FIFA 14 keinen einzigen Inform oder Team of the Season. Deswegen gehe ich von einem Downgrade aus auf 83. Sein Pace wird sich ja verringern auf 66. Sein Dribbling, denke ich mal, wird bei 70 bleiben. Sein Schuss wird, denke ich mal, auf 58 sinken. Seine Defensive wird stark sinken auf 81, das heißt minus 3. Sein Passspiel wird ja um 1 sinken auf 75 und sein Kopfball ebenfalls um 1 auf 80. Den zweiten Verteidiger, den wir jetzt bewerten werden, ist Kyle Walker. Er ist Engländer von Nationalität und er hat in der letzten Saison 34 Einsätze, 1 Tor gemacht und 4 Torvorlagen. Auf jeden Fall ist sein Marktwert gesunken von 19 Millionen auf 17 Millionen. Er war mit England nicht bei der WM 2014 dabei und deswegen würde ich sagen, bleibt seine Bewertung bei 79. Aber seine Werte werden nicht so bleiben. Ich denke mal, dass sein Pace auf 90 runtergeht und dafür wird sein Pass nur um 1 erhöht auf 71 und die restlichen Werte, denke ich mal, bleiben so. So, jetzt sind wir auch schon beim Mittelfeld angelangt, nämlich bei Pierre Heuberg. Hat in der letzten Saison mit dem FC Bayern 7 Einsätze gehabt und eine Torvorlage. Zudem hat er in der Regionalliga Bayern gespielt, hatte dort 14 Einsätze, 4 Tore und eine Torvorlage. Momentan ist er 19 Jahre alt, hat seinen Marktwert ja von der letzten Saison 1,3 Millionen gewesen und ist angestiegen auf 4 Millionen. Auf jeden Fall hat er in der aktuellen Saison auch schon 2 Einsätze mit dem FC Bayern. Deswegen gehe ich von einem Upgrade aus auf 72. In FIFA 14 hatte er eine Gold Rare Bronze Karte und in FIFA 15 denke ich mal eine Silber Non-Rare Karte. Auf jeden Fall wird sein Pace ansteigen auf 68, sein Dribbling wird ebenfalls ja ansteigen auf 71, sein Schuss wird sich erhöhen um 2 auf 59. Sein Defensivwert, Leute, wird ansteigen um 13. Ja, Leute, haltet euch fest, um 13. Wieso, weshalb, warum, kann ich euch ganz einfach beantworten. Ja, beim FC Bayern hat er meistens die Sechserrolle übernommen oder zentrales Mittelfeld. Deswegen gehe ich von so einem großen Update oder Upgrade beim Defensivwert aus. Auf jeden Fall wird sein Passspiel auch erhöht werden auf 70 und sein Kopfball ebenfalls auf 66. Den nächsten Spieler, den er bewerten werde, ist Shinji Kagawa. Er hat in der Saison 13-14 30 Einsätze gehabt, 4 Torvorlagen gemacht. Auf jeden Fall ist sein Marktwert stark gesunken, nämlich 2012 beim BVB war er noch 22 Millionen wert. 2014 bei Manchester United jetzt nur noch 15 Millionen. Auf jeden Fall wechselt er jetzt wieder nach Dortmund zum BVB. Ja, und auf jeden Fall, seitdem er nach Manchester gegangen ist, denke ich mal, boah, man hört eigentlich gar nichts mehr von ihm. Und von diesem Transfer jetzt wieder nach Borussia Dortmund erhoffe ich mir eigentlich viel.
zwar bin ich jetzt nicht Dortmund-Fan, aber trotzdem denke ich mal, dass Shinji Kagawa so richtig reinhauen wird beim BVB. Ja, das denke ich einfach mal so. Keine Ahnung, ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentaren schreiben. Auf jeden Fall gehe ich trotzdem von einem Downgrade aus. Von 83 auf eine 81er Bewertung, eventuell mit einem Position-Change. Von ZOM zu LM, das habe ich jetzt aber auf der Karte nicht aufgeschrieben. Ja, auf jeden Fall wird sein Pace sinken von 83 auf 80, sein Dribbling auf 85, sein Schusswert wird, denke ich mal, auch sinken von 73 auf 70, sein Defensivwert wird, denke ich mal, bei 45 bleiben, ebenfalls sein Passwert bei 75 und sein Kopfball wird um 2 sinken auf 50. So, das waren auch schon die Mittelfeldspieler, jetzt kommen wir zu den Angreifern. Auf jeden Fall, den ersten Spieler, den wir bewerten werden, ist Cristiano Ronaldo. Die haben sich ja viele gewünscht in den Kommentaren. Auf jeden Fall hat er eine Saison 13-14, 47 Einsätze, 51 Tore, Leute, und 19 Torvorlagen. Also so ein unglaublicher Spieler, Leute, das glaubt ihr gar nicht. Einfach ein Muss, so ein Spieler mal beim Fußball zuzuschauen. Auf jeden Fall, sein Marktwert ist schon seit 2 Jahren bei 100 Millionen. Also das sagt eigentlich schon alles. Er ist Fußballer des Jahres 2014 jetzt geworden. Und in FIFA 14 hat er 2 Informspieler, ein Man of the Match, ein Team of the Season und ein Team of the Year Karte, Leute. Deswegen gehe ich von einem Upgrade aus auf 93. Ja, Leute, 93. Messi muss ja immer der beste Spieler bleiben. Bei 94 ganz würde ich die beiden Spieler eigentlich gleichstellen. Weil Messi hat ja einen Vertrag mit Electronic Arts und deswegen muss Messi der beste Spieler immer bleiben in FIFA. Und deswegen gehe ich halt einfach ein Upgrade aus von 92 auf 93. Sein Pace wird, denke ich mal, aber ja, bei 93 bleiben. Sein Dribbling wird sich nochmal um 1 erhöhen auf 92. Sein Schusswert wird bei 90 bleiben. Sein Passwert wird sich nochmal um 2 erhöhen auf 81. Sein Kopfball auch um 1 höher auf 86. Und seine Defensive ebenfalls auf 49. So, jetzt sind wir auch schon beim letzten Spieler der Episode, nämlich Thomas Müller. Hat in der letzten Saison mit dem FC Bayern 51 Einsätze gab, 26 Tore gemacht und 15 Torvorlagen. Er hatte Einsätze in der Champions League, im DFB-Pokal und er hat eine überragende WM 2014 gespielt. Auf jeden Fall ist sein Marktwert von 45 Millionen auf 50 Millionen angestiegen. In FIFA 14 hat er 2 Informs bekommen, 2 International Man of the Match wegen dieser überragenden WM 2014. Deswegen gehe ich von einer Upgrade aus, von einer 85er Bewertung zu einer 87er Bewertung mit Position Change von RM auf Mittelstürmer. Sein Pace wird ansteigen von 82 auf 86, sein Dribbling ebenfalls um 4 auf 84, sein Schuss auch ebenfalls um 4 auf 85, sein Defensivwert wird bei 53 bleiben, sein Passwert denke ich mal auch bei 81, dafür wird aber sein Kopfball nochmal ansteigen um 3, nämlich auf 77. Und das war's dann auch schon wieder mit der dritten Episode. Schreibt in die Kommentare, welche Spieler ich nächstes Mal bewerten soll. Auf jeden Fall kommt ja bald die FIFA 15 Demo raus, ab da an werde ich dann aufhören mit dieser kleinen Serie Spielerbewertung FIFA 15. Auf jeden Fall, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt doch ein paar Däumchen nach oben, würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Haut rein, euer Pax Raider, ciao!